Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Ratuto, beim Clan Starteria Event. Ja, ich bin hier eingeladen worden, mit einem meiner Accounts hier ein Event mitzuspielen. Also nicht das Clanspiel-Event, sondern ein Clan-Kriegsevent. Und wir waren hier auch mehrere YouTuber versammelt. Also ihr seht das hier in der Clan-Beschreibung. Starteria Event, German Speaking War Clan, 100% Fair Play, klar. Only for Special Events, Member of the Starteria Community YouTube. Itzo, Toto, Waldfee, Gips, Future und Starteria. Ich kenne natürlich einige hier, allerdings wusste ich nicht, mit welchem Account Itzo hier ist und auch ich wusste auch nicht, mit welchem Account Waldfee, also Maurice, hier ist, da ich auch nicht alle deren Accounts kenne. Gips, sein Channel heißt, glaube ich, Gips Ghost, Leerzeichen COC. Starteria ist auch Clash of Clans. Darunter findet man ihn und Nice Match. Ja, Nice Match haben wir in jedem Fall gehabt, denn wir hatten hier ein Clan-Level 13 gegen uns. Ja, das ist ja immer so. Ihr seht das Clan Level 1 gegen Clan Level 13. Da denkst du natürlich erstmal, das wird nichts. Aber wir haben hier in der letzten Stunde wirklich alles gegeben, alles gerissen und mit 92,63% noch richtig stark gewonnen. Ich denke mal, der Gegner hat uns schon abgeschrieben, weil wir wirklich lange im oberen Bereich mit unseren Angriffen gewartet haben. Aber wir gucken trotzdem einmal rein. Also wir haben hier echt super verteidigt. Ich habe eine nagelneue Base. Die habe ich nicht bekommen, sondern die habe ich mir aus dem Internet geholt, etwas umgebaut und der hat nur einen Stern kassiert, hier ganz, ganz billiger Angriff aufs außenstehende Rathaus und dann nur ein paar Prozente gemacht, also nicht mal den zweiten Stern hier, das haben wir ein bisschen besser kompensiert, das seht ihr hier, hier sind überall Sterne auf den Bases, weil hier haben auch A nicht alle angegriffen, B sind hier dann Leute schon rausgegangen, weil sie dann gesagt haben, ja, du zeigst dann nur die guten Angriffe, also jetzt nicht ich. Ich war hier Gast und ich bin hier ein Spieler, ich bin hier nicht der YouTuber Toto Clash oder so und ich glaube, beim letzten brauchten wir nicht anfangen. Ah doch, wir fangen hier beim letzten an. Ich zeige euch hier 5 Kämpfe. Wir gehen hier exakt 10 nach oben, würde ich sagen. Also 50, 40, 30, 20 und 10 und 1. Und weil dieser Angriff, der ist schon merkwürdig genug. Also so fing das ganze Drama hier an. Ich weiß nicht, was es sollte, aber vielleicht steht hier links. Ihr müsst jetzt mal auf die linke freie Fläche gucken. Vielleicht steht da was, was ich nicht sehe. Kann ja sein. Ja, also hier schon mal die Blitz reingehauen. Ich denke mal, die Blitze sollten eigentlich auf den Bogenschützenturm hier, auf den einzelnen. Aber er hat ja reichlich an Bogis dabei für den Maxed Babydrachen. Und dann kommen hier von beiden Seiten die Loons rein. Er schickt sogar die schwächeren Loons über die Seite des Bogenschützenturms. Aber na, ihr seht das, da kann er sich auch nicht wirklich gegen wehren. Und es ist hier ein schöner Dreisterner gewesen. 50 auf 50 auf den Sky. Oh, oh, oh. Okay. Ich wusste gar nicht, dass, wo der sich überall tummelt. Ne, ist auch der Hammer. Naja. Aber vielleicht ist er hier auch nur zum Ausspionieren oder so. Keine Ahnung. Also schönes Ding hier. Schöner kurzer Kampf. Und wir schlängeln uns jetzt mal exakt 10 Stück hoch. Wir gehen also auf die Nummer 40. Ich habe hier auch wenig Angriffe gesehen. Ich war auch nicht sicher, ob ich dieses Event überhaupt mitmache, denn ich hatte ja nicht am Freitag Geburtstag, aber am Samstag, also Freitag war es dann schon spät. Samstag mit vielen, oder was heißt mit vielen, mit ein paar ganz, 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 ganz wenigen Verwandten, nämlich nur mit meiner Mutter und einer Freundin, hier schön Kaffee getrunken, aber der Samstag war letztendlich ein relativ normaler Tag, wo ich dann aber nicht hier oben unbedingt an der Kiste hocke oder an den Mobile Devices hänge. Und so mussten wir hier natürlich auch ein bisschen was tun. Und deswegen war ich mir gar nicht so sicher, ob ich dieses Event mitmachen kann, ob ich hier überhaupt meine Angriffe alle so schaffe. Und es war dann auch wirklich eng. Ich habe die, glaube ich, in den letzten 3 Stunden habe ich dann meine Angriffe auch gemacht. Ja, mehr recht als schlecht. 1 Stern und 2 Sterne mit ziemlich hohen Prozenten, mit, ich glaube, 95% oder so. Also nicht wirklich der Rede wert, hat aber am Ende geholfen. Vor allen Dingen der 2-Sterner war nämlich noch eine blanke Base und boah, das war dann schon eine ganz coole Geschichte. Hier so ein paar Sterne mit reinzufahren und der King Wolfguard hier kommt ja aber auch schön in die Base rein und mit anschließenden
Ulalun, jetzt muss ich auch mal gerade schauen. Nee, ich glaube, ist noch 9. Ist noch, glaube ich, 9 auf 9. Und bei so einem 50er-Event ist es wirklich schwer, natürlich alle Angriffe zu zeigen. Da musste ich hinsetzen und streamen. Oder aber ihr guckt einfach vielleicht bei den anderen YouTubern vorbei. Vielleicht machen die ja auch was. Ich wurde gefragt, hier schon während des CKs, ob ich hier was aufnehme. Da habe ich erst gedacht, ah, weiß ich noch nicht, weil ich natürlich nicht alles zeigen kann. Und ich will ja auch keinen vernölen oder vergraulen, so nach dem Motto, ja, habe ich jetzt nicht gezeigt. Und Toto, du bist ein doofer Heinz, meinen tollen Angriff. Ihr habt alle gut angegriffen hier, gut gekämpft hier. Und die Hütte war hier auch rappelvoll, also 50 Leute. Und das ist eigentlich das, was so ein Event ausmacht. Alle sind dabei, fast alle haben auch ihre Angriffe gemacht, bis auf so ein paar ganz wenige. Müsste ich gleich mal nachschauen, wie viele Angriffe wir hier hatten. Und von daher ist das, denke ich mal, ein schönes Ding gewesen. Ja, ein bisschen mehr Cleanup vielleicht. Dann wäre das hier auch ein bisschen schneller gegangen. Also die Zeit tickert natürlich genauso runter, wie der Angriff auch war. Also immer von Start bis Ende. Und deswegen waren das hier schöne 3 Sterne. Ja, 86 von 100, also 14 Angriffe hier nur gelassen. Der Gegner hat dann auch nicht mehr alles angegriffen. Und fand ich aber trotzdem eine gute Sache hier. Aber wie gesagt, am Ende war es doch noch spannend. Wir haben nämlich noch zurückgelegen. Und umso schöner natürlich, wenn du dann hier mit einem Level 1 Clan gegen einen Level 13 Clan einen Sieg rausspielst. Das ist wirklich, wirklich gut. Aber hier gab es auch wirklich im oberen Bereich richtig gute Angreifer. Und ich hätte auch noch weiter runtergehen können mit meinen Angriffen. Wollte ich aber auch nicht. Wollte natürlich da Sterne holen, wo noch was zu holen war. Und ich denke, das ist mir und auch den anderen sehr, sehr gut gelungen hier. Während wir hier den Krieger 25 auf die Nummer 30 sehen hier, also Rathaus 10 ist, glaube ich, der Krieger. Müsste ich gleich mal zählen. Ich glaube, es waren aber 5 Zauber, die ich da gesehen habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf diese Engineered Base hier, schöner, lupenreiner Witch-Schlepp heißt es, glaube ich. Also Bola-Hexen-Kombi mit Heilern. Ja, irgendeiner hat ja mal geschrieben, mit Heiler bei mir in den Kommentaren. Ja, hier seht ihr es mal in Perfektion. Ich kann es ja nicht. Ja, ich kann es auch, aber klappt halt nicht immer. Und hier hat das richtig gut hingehauen. Die Base ist natürlich auch nur mit dem Rathaus eine Rathaus 10er Base. Der Rest war hier jetzt auf Rathaus 9 Niveau. Das seht ihr hier auch anhand der Magertürme, die nicht ausgebaut sind oder noch nicht ausgebaut sind. Also schönes Ding hier. Und jetzt sehen wir es gleich am Ende an den Zaubern, was denn der Krieger für ein Rathaus-Level hat hier. Was hat er? 30er Queen, okay. Das kann auch noch ein Neuner sein. Ich habe jetzt zu Anfang nicht drauf geachtet, was er dabei hatte. 2 Sprung, ein Heil, ein Wut. Das sind 4 Zauber. Das ist ein Rathaus Neuner mit Bola in der Clanburg. Super gemacht hier. Richtig schöner Angriff vom Krieger an der Stelle. Und jetzt muss ich mal gerade schauen. Ah ja, okay. Ja, komm, wir gucken mal rein. Wir gucken mal rein, was der Avatar hier so verzapft hat hier auf diese Base. Naja. Naja, ich habe musste am Mobile Device angreifen, weil ich irgendwo schon unterwegs war. Und das ist natürlich keine Ausrede, denn das war scheiße hier. Oh, die hätte ich auch gerade schicken können. Ich hatte verkannt, dass hier ja überhaupt keine Defense steht, wo die Riesen hingehen können. Und deswegen sind die mir so ein bisschen quer gelaufen hier. Bola dann leider auch nicht mit rein. Die sind mit rum, aber ist auch nicht ganz so schlimm gewesen. Clanburg ist ja hier Ziel. Und die Inferno standen beide auf Single hier. Ja. Also, doch ein Angriff von mir hier mit reingenommen. Das war jetzt nicht so geplant. Also, ich will mich hier nicht irgendwie in den Vordergrund drängen oder so. Um Gottes Willen. Gar nicht. Und, denn das ist ja letztendlich unser Clankrieg gewesen. Also auch nicht der Clankrieg jetzt von uns YouTubern oder so. Das ist wirklich, manche, weiß ich nicht, was die dann reitet. So, das war hier. Ich hab auch gesagt, ich bin hier nicht als YouTuber, sondern ich bin hier als ganz normaler Spieler, der zu einem Event eingeladen ist. Und das soll es auch sein hier. Und genauso habe ich mich hier benommen und auch gefühlt. Also ich denke mal, das betrifft auch die anderen, die hier waren, also Ezo, Walfe etc. Die haben ja einfach nur einen guten Clankrieg abgeliefert, so muss man es ja sagen. Und außer ich, naja, gut.
Ist nicht so tragisch, sage ich ja immer. Und ein bisschen habe ich hier noch geholt. Ihr seht das noch von 68% auf die 92%, glaube ich, waren es. Habe ich mich hier sogar noch rangekämpft, aber ja, die Hox habe ich ein bisschen dösig gesetzt. Nur hatte diese Base hier noch keinen Stern. Das habt ihr gesehen, da sind zwei drauf. Das sind meine beiden, die sind auch drauf geblieben. War auch ganz in Ordnung. Und so habe ich hier wenigstens meinen kleinen, ganz kleinen Teil beigetragen. Der Clan ist übrigens noch offen hier. Das heißt, er ist nicht offen, er steht auf Invite Only. Ich werde gleich mal fragen, ob er nicht offen macht. Dann, wer lustig ist, kann hier natürlich reinjoinen. Und ich mache das mal ein bisschen schneller hier. Kann hier natürlich reinjoinen und kann sich vielleicht dann noch mehr Kämpfe angucken, als das ich jetzt zeige oder die anderen YouTuber hier von diesem Event zeigen. Und wir waren ja bei der 30-23-20. So, hier ist die 20 vom Don Zander gemacht. Mit 97%, also ihr seht, es können nicht immer nur 3 Sterner sein, es bleiben auch mal 2 Sterner. Ja, ist halt so, 97% ist natürlich sehr unglücklich und ich habe den Angriff noch nicht gesehen. Das sieht mir so ein bisschen nach einem Zeitfehl aus, hätte ich mal fast so gesagt. Denn unten sehe ich Max, er hat 10er auf auch diese sehr starke Base, ist auch eine Max Rathaus 10er Base. Mit, ich weiß gar nicht, wie hoch ist der Held hier unten? Ah, okay, 19, Queen ist da oben mit 25, ja, die ist ja nicht so schlecht jetzt, aber er kann ja in der Tat, er hat hier natürlich richtig gut gefunnelt und unterstützt hier jetzt so ein bisschen mit Ox auch schön Surgical hier reingesetzt, also immer so ein bisschen versetzt, je nachdem wie man es braucht, 2-3 pro Defense, muss jetzt allerdings hier schon heilen, ja, Multi Inferno ist natürlich nicht so der Freund von Hog Ridern, aber die nehmen sich den doch ganz gut aufs Korn. Hier Queen ist noch in der Mitte und kann auch gezündet werden. Ein Heilzauber hat er noch, dann hat er noch ein bisschen Cleanup, beziehungsweise ja, hat er. Die laufen jetzt auch oben los. Ah, unglücklicherweise hat es den Babydrachen da erwischt. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Und jetzt hätte man natürlich hier schon Lucky setzen können, denn der kriegt erstmal lange keinen Beschuss. Ja. Und denn das glaube ich, ich hätte fast gesagt, so wie ich jetzt die Hox sehe, ey, das ist eine ganz enge Kiste mit den vielen Skeletten da an der Hacken, den King an der Hacken, da kommt noch eine Falle. Jetzt noch abgelenkt die Kanone kurz einmal mit den Mauerbrechern, hat er auch gut gemacht. Oh, 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 eigentlich ist es, weiß gar nicht, woran es hier gescheitert ist. Okay, ihr seht das jetzt, der Bombenturm setzt den nochmal richtig zu und der geht ja noch kaputt und die letzten Hawks auch noch fast. Und jetzt hat er hier keinen einzigen Hawk, glaube ich, mehr. Ne? Die, ja, keinen einzigen Hawk. Die Skellies haben die Hawks leider alle geschafft. Und dementsprechend war das hier ein Zeitfail. Sehr, sehr ärgerlich, Don Zander. Denn der Angriff war richtig gut. Und das ist dann eigentlich so das Ärgerliche, dass du dann nicht belohnt wirst mit so einem guten Angriff. Das heißt also, dass du ihn nicht gewinnst, sondern so eng hier mit 97% verlierst, aber hier die Krise kriegst, dass es dann daran scheitert. Wir schauen mal an, was das jetzt tatsächlich gescheitert ist. Ja, okay. Das Lager hier bleibt über. Und sicherlich auch noch der Elixiersammler hier an der Stelle. Oh, die ballern da, ja, die brauchen aber auch ewig jetzt für diese Lage. Oh, jetzt noch die Luft fallen. Naja, okay, die waren. Dann war es aber auch vorbei. Das waren die 97%. Schade. Wirklich schade. Und ihr seht das auch hier oben. Na, da wird es ja schon so ein bisschen zweisterniger. Ab und zu kommt nochmal ein 3-Stern dazu. Aber wir gucken uns hier den 11er an. Ich meine, das muss eigentlich was werden hier. Dark Renkel. Renkel X. Denn, ja, okay, mit 20er Helden, aber kein Inferno, kein Adler. Und die Def, so ein bisschen Mix aus 10 und 11, da ist er, die hier sind, glaube ich, schon auf Rathaus Level 11, aber der Rest, also wirklich nicht. Und wir gucken mal, oh, wie ist er denn hier reingekommen? Eieiei, 4 Hunde voll auf die Lars und da kommen 3 Hexen raus. Oh, nicht schlecht, 3 Hexen. Oh, oh, oh. Können da überhaupt 3 Hexen rauskommen? Ja, 3 Hexen müsste eigentlich passen oder 2 Hexen mit 2 Hexen mit Anhang. Ah ne, das waren 2 Hexen mit Anhang und ein Babydrache. Okay, in der Hoffnung, dass natürlich, dass die Hunde hier platzen und die Lakis schnell die ganzen Lager hier fertig machen, kann das natürlich, ja, sowas kann was werden, aber ah, das ist so ein bisschen, ich nenne das immer schnippisch Chinesentaktik. Ja, denn ganz viele
aus dem chinesischen oder indischen Bereichen greifen sehr, sehr häufig so an. Ist ja oftmals eine Taktik, wenn Low-Helden in der Base sind und du nicht unbedingt und du die CB locken kannst plus Queen erledigen kannst, dann kannst du sowas ganz gut bringen. Aber so mit so einer starken Queen, hier 24er Queen, ich meine, das ist ja auch nicht der Bringer dieser Elfer-Base hier, aber als Rathaus-Elfer müsste da eigentlich mehr drin sein, sage ich mal. Mit den guten Truppen auch kann man da etwas mehr rausmachen, finde ich. Jetzt hat er aber noch reichlich Cleanup, nämlich noch seine Helden. Wo setzt er die denn eigentlich? Bin mal gespannt. Die Skellies da noch. Okay, den King für die paar Skellies. Tun dem jetzt nicht ganz so derbe weh. Aber er hätte natürlich die Prozente hier hinten auch sehr, sehr locker noch holen können. Mit Bogenschützen, den Lakaien und mit der Queen. Kommt hier jetzt aber, ach nein, das ist es auch, die Mauerbrecher rennen richtig gut. Warum rennen die da hin? Da vorne war eine Mauer. Da oder da. Naja, egal, ich habe es jetzt nicht gerade nicht gesehen. Aber bei mir sind die heute auch so richtig so einen Scheißweg gelaufen. Und ich wusste auch nicht, warum. Habe ich auch gedacht, was ist denn mit euch los, ihr Mauerbrecher? Und die sind auch. Ich habe die gerade geschickt auf eine Mauer, gerade. Und trotzdem sind die nach rechts abgedriftet und wollten da unbedingt die Mauer aufmachen. Und ich weiß auch bis heute nicht, warum das so ist. Ich habe mir den Angriff oder den Start ein paar Mal angeguckt und habe gedacht, warum lauft ihr dahin? Die Mauer ist doch genau geradeaus. Da war wirklich nichts. Da war nichts dazwischen. Okay, so hat er sich den zweiten Stern ja noch geholt. Naja, war aber in Ordnung. Und wir sind ja schon relativ hoch hier. Wir sind ja jetzt schon auf der ersten Base hier. Ich habe den jetzt mal abgebrochen, den einen Bogi brauchen wir uns nicht noch angucken. Und aber hier oben, ihr seht, das wäre ein starker Angreifer hier oben. Gucke ich mal gerade durch. Aal, Stateria, sehr, sehr gut. Pan, auch starker Angreifer, habe ich hier schon in den Wiederholungen gesehen. Nochmal Pan. Aal mit 70% und Steff. Hier ist leider nur einer drauf geblieben. Okay, von Stateria. Und dann gucken wir uns den 1 auf 1 bzw. 4 auf 1. Steff auf die Nummer 1 an hier, oh, altes Design hier, alte Ringbase. Hätte ich mal fast so gesagt. Ist natürlich eine starke Base, das ist eine Maxed Out Rathaus 11 Base. Und wir sehen hier auch einen noch nicht ganz Maxed Out Rathaus 11 Account, der hier angreift. Und auch in der gegnerischen Base sind die Helden schon sehr hoch. 50er Queen hier, da bin ich mal gespannt. Auch den habe ich noch nicht gesehen. Das dokumentiere ich jetzt also auch mal wieder das erste Mal. Aber schöner Queenwalk hier schon mal. Man muss dann halt ein bisschen die Zeit im Auge behalten, dass die einem nicht ganz so derbe wegläuft. Und ja, dann sieht das hier ganz gut aus. Ich muss jetzt mal gerade einen Schluck nehmen. Denn ich werde gleich den Clan hier verlassen. Denn ich bin ja noch in einem Clan, wo ich die Clan Games leider schon angefangen habe. Die hier jetzt alle noch verblieben sind, machen die Clan Games hier mit. Die haben vermutlich noch nicht angefangen gehabt. Und ja, ich bin zuversichtlich, dass die Leute das hier nach dem wirklich sehr, sehr schönen Clankrieg, dass die es auch noch packen, hier die 75.000 jetzt in den vier verbleibenden Tagen hier reinzuspielen. Müssen wir mal sehen, beziehungsweise müssen die mal sehen. Ich will ja noch ein paar Punkte in meinem Clan machen und bin aber froh, dass ich überhaupt mal wieder was mit dem RH10er machen konnte. Denn der ist ja im Moment wirklich nur Supporter, der wird von mir ganz stiefmütterlich behandelt. Der unterstützt ja im Moment den Chief so ein bisschen beim Pushen und macht selber relativ wenig, muss ich sagen. Ich mache mit dem wirklich im Moment recht wenig. Die anderen Accounts fordern mich doch etwas mehr. Der Avatar hat es ja schon immer so ein bisschen gemacht. Also der hat ja auch ewig gebraucht, bis er überhaupt nach Rathaus 10 ging. Und von daher kann der das erstmal weitermachen. Aber so ein bisschen tut es mir natürlich auch in der Seele immer mal dann manchmal weh, wenn ich sehe, was er hier dann an Lot verliert und sich dann ja manchmal auch nicht wiederholt. Ihr habt ja meine Angriffe jetzt die Tage gesehen, da hole ich mir den Lot nicht immer unbedingt wieder, ne? Das kann dann auch mal fehlschlagen. Und aber schön gemacht hier mit den Hawks Surgical unterstützt. Habt ihr das gesehen? Jetzt immer so rechts und links. Beziehungsweise hier von außen einfach die Hawks hier schön mit reingespammt. Also Hut ab, richtig schönes Ding hier. Hier kommt jetzt noch der letzte Hawk von der Seite hier, beziehungsweise auf die Kanone von hinten. Und ja, tolles Ding, echt krass. Super gemacht, den gucke ich mir bestimmt noch zwei, dreimal an. Das war wirklich gut gemacht hier mit den 10 Hawks.
ja dabei hatte. Und ja, schönes Event hier. Also wie gesagt, hat mich in jedem Fall gefreut. Ihr habt alle gut angegriffen hier. Also alle, die ihr mit angegriffen haben, die ich natürlich nicht zeigen kann, haben hier ihr Bestes gegeben. Und ich glaube, so viele sind hier noch gar nicht raus. Ich gucke mal gerade. Nee, 46 von 50. Also hier sind noch richtig viele drin. Ich nehme mal an, die spielen jetzt die Clankriege. Ich bin erstmal froh, dass ich mit dem AFA hier eine volle Treasury habe, denn der braucht das ganz dringend. Ihr seht es unten unter Collect hier ist nämlich mein Labor schon wieder leer, weil ich natürlich immer teilweise mit den Büchern die Truppen mache und dann habe ich natürlich nichts und dann macht er hier wenig. Also Avatar ist auch wieder dabei und ich werde mich hier jetzt ganz ordentlich verabschieden. Also vielen lieben Dank Stadteria COC für dieses schöne Event hier. Guckt einfach mal in die Channels rein, die ich jetzt heute Abend benannt habe. Ich kann ja hier noch mal reingehen. Wer hier alles bei war, also ich denke, ihr kennt die deutsche YouTuber-Szene besser als ich, hätte ich mal fast so gesagt. Aber wie gesagt, ich weiß bis heute nicht, wer Ezo ist. Ich weiß bis heute nicht, wer Waldfee war. Die beiden waren nicht mit ihren Main-Chars hier, ich ja auch nicht. Und ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Bis dahin, euer Toto. Echt.